Kuckuck! Ja, wie ihr seht, bin ich mal wieder mit einem Haul da von Dukiburg. Und der eine oder andere kann sich bestimmt vorstellen, was da drin ist. Das liegt hier, glaube ich, schon 3 Tage. Und ich hatte das Video auch schon abgedreht und aus Versehen, da hat irgendwas mit dem Stick nicht geklappt. War das Video dann verschwunden? Ich muss es nochmal machen. Schade, das erste ist sehr, sehr schön geworden. Da hatte ich auch auf dem Balkon gedreht. Jetzt haben wir es 17:45 am Freitagabend und ich drehe es jetzt hier im Wohnzimmer. Ich hoffe, das klappt trotzdem gut. Also das Licht ist ja noch toll, aber das wirft hier alles so ein bisschen Schatten, weil die Sonne noch so ein bisschen scheint. Und genau. Ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. Also toll ist schon mal die Verpackung. Man achte auf diese Verpackung. Die ist einfach wunderschön. Wir haben hier ja, zwei wunderschöne Farben. Aber gut, das interessiert jetzt den einen oder anderen nämlich ja nicht. Und tada, das ist mittlerweile kaputt gegangen, weil ich es schon 3, 4 Mal rauf und runter gezogen habe. Ja, ihr seht schon, was das ist. Und eigentlich kann ich ja dann schon wieder das Video beenden. Ja, die Verpackung ist echt mega schön. Sehr, sehr stabil. Stabil vor allem. Sehr stabil. Also richtig toll. Da kann sich Filofax oder Kiki eine Scheibe abschneiden. Wobei Kiki hat auch schöne Verpackungen. Aber Filofax auf gar keinen Fall. Die haben nämlich gar keine Verpackungen. Wenn ich das Ding bei Karstadt kaufe, kriegt man es in die Hand gedrückt und das ist es dann. Ja, wie gesagt, bei mir wird sich was ändern, planermäßig. Ich hatte das gerade schon in dem Video erwähnt, was ich gerade abgedreht habe. Ich möchte jetzt aber noch nicht so viel verraten. Ja, ich habe eigentlich vor, demnächst einfach mal ein Planer-Talk-Video zu drehen, indem ich euch erzähle, was sind die aktuellen Planer oder zeige, welche gehen. Denn ja, es werden wieder Planer gehen, obwohl ich nicht viele habe. Ich habe mich jetzt planermäßig nicht unbedingt vermehrt, aber ja, da verändert sich was und das möchte ich euch dann ganz gern erzählen. Vielleicht interessiert euch das ja und ja, da werde ich einfach mal mir ein bisschen Schminke ins Gesicht klatschen und gucken, ob ich ein vernünftiges Video zustande bekomme. Ja, ihr seht, ich habe bestellt bei Love Doggy. Also Quatsch, bei Love Doggy. Also es ist Doggy Book. Ja, das ist ein Love Doggy Doggy Book. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Aber man kann eigentlich schon erahnen, was das ist. Schade, dass es ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber sowas hebe ich mir ganz gern auf. Also halt diesen Sticker, wenn ich das hinkriege. Und eben auch das Papier. Das benutze ich immer für mein Smashbook. Und tada, da haben wir dann dieses gute Stück. Hierbei handelt es sich um ein Dookie Book in der Farbe Rose Gold. Das ist ein Zipperplaner in der Größe Personal. Und ich zeige euch das gute Stück einfach mal eben von allen Seiten. Ja, natürlich auch so. Das Dookie Book ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Teil. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das fühlt sich auch sehr gut an. Was mir gefällt, ist auch so diese Struktur so ein bisschen, die man sehen kann. Ich zeige euch das mal. Auf dem Balkon war es natürlich ein bisschen schöner mit dem Licht. Aber ihr könnt die Struktur sehen. Das ist so ähnlich, so ein bisschen geriffelt wie beim Filofax Saffiano, würde ich sagen. Das haben wir überall bei dem Planer auch in. Wir haben hier einen goldenen Reißverschluss. Der Stoff hier, ich dachte zuerst, der wäre weiß, als ich den Planer mal im Video oder beziehungsweise auf dem Foto gesehen habe, aber der Stoff ist nicht weiß. Das ist eben auch, passt sehr gut zu diesem Rose Gold. Das ist eben auch, ja, was ist das für eine Farbe? Ich meine, das kann man ganz gut sehen hier im Video. Es ist halt kein strahlendes Weiß. Das ist einfach wie so ein Beige-Ton, aber auch so leicht rosa angehaucht. Also das passt schon sehr, sehr gut zu diesem Rose Gold hier auf jeden Fall. Ich sehe gerade, wenn ich mir das so anschaue und durch die Kamera, die Farbe ist ziemlich identisch, so wie ihr das jetzt sehen könnt. Es ist immer schwierig, solche Farbe einzufangen, vor allem weil das sehr, sehr glänzt. Aber doch, das ist schon sehr identisch. Das hat einen schönen rosa Stich und ich mag das ja. Und wir haben ja einen goldenen Zipper. Auf jeden Fall. Schaut euch meine Hände an. Ne? Ich habe den nächsten Termin beim Hautarzt. Ich habe permanent Ausschlag hier. Nur mal schnell nebenbei gesagt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe die Krätze oder so.
Und dann pellt sich zurzeit bei mir ständig die Haut. Also ich pulle das leider auch immer so ein bisschen ab. Das ist so pellig. Und dann pulle ich mir das runter einfach. Das pellt sich einfach permanent. Hier könnt ihr das auch sehen. Hier pellt sich das und ich pule und hier auch. Ich weiß nicht, was das ist. Trockene Hände, weiß ich nicht, aber ich trockne mehrmals am Tag ein. Ich bin ja so ein Creme-Junkie. Ja, ich würde sagen, wir machen das Teil mal auf. Wie gesagt, wir haben hier einen goldenen schönen Zipper. Und ich muss sagen, auch hier lässt sich das sehr gut öffnen. Aber ich muss an dieser Stelle erwähnen, ich habe ja auch die Jamie. Die Jamie ist nochmal leichtgängiger und viel schöner und weicher zu öffnen als das Dookie-Book. Es ist auch, wie gesagt, schön hier. Da klappt alles gut. Da hakt nichts. Aber es ist nicht so leichtgängig, definitiv nicht so leichtgängig wie die Jamie. Das sei auf jeden Fall erwähnt. Aber der Zipper hier ist in Ordnung. Ja, ich zeige euch das nochmal. Aber es ist eben nicht so leicht. Also nicht so leichtgängig. Gut, und dann schauen wir mal rein. Man muss übrigens, der geht so jetzt gar nicht auf. Man muss echt darauf achten, dass man den Zipper wirklich bis nach hinten durchzieht. Und dann kann man den öffnen. Der ist steif, also er liegt überhaupt nicht auf, wie ihr seht. Ich kann den jetzt nicht so hinlegen. Das klappt vorne und hinten nicht. Also ich muss ihn festhalten. Wie ihr seht, haben wir die linke Seite mit den wunderschönen weißen Täschchen. Das ist aufgebaut wie die Jamie Notes. Das kann ich schon mal sagen. Wir haben ja auch 7 Einsteckfächer. Und wir haben auf beiden Seiten auch nochmal einen Einschub. Das heißt, wir können hier was reintun. Auch ziemlich weit nach hinten. Und wir können auch nochmal, da komme ich jetzt schwer rein. Wir können auf jeden Fall hier auch was reintun. Und wir treffen uns ja auch nicht in der Mitte oder so. Das sind zwei komplett eigenständige Taschen. Die sind jetzt nicht durchgehend, dass wir hier in der Mitte aufeinander stoßen. Das sind zwei komplett eigene Taschen. So. Auch drin ist er sonst halt unabhängig von dem Weißen, ist er Rose Gold und hat auch diese geriffelte Struktur. Ich denke, das kann man jetzt sehr, sehr gut erkennen gerade. Und die Struktur findet sich auch hier auf dem Weißen. Leder, weiß ich nicht, ist es Leder? Ich glaube, das ist natürlich nicht Leder. Dann haben wir hier das Love Dookie Emblem. Natürlich in Gold. Und der Vorteil bei dem im Vergleich zu der Jamie, die sich doch sonst so vom Aufbau recht ähnlich sind, haben wir hier aber tatsächlich goldene Ringe. Und die lassen sich sehr, sehr schön öffnen, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Das ist sehr, sehr leicht. Bei der Jamie muss man ein bisschen stärker drücken und das ist hier relativ einfach. Alle sind wunderbar geschlossen. Da hakt nichts. Ja, alles super. Also die Ringe sind schön. Wir haben hier noch einen Ringschutz. Das lasse ich einfach mal noch dran. Und hinten haben wir auch das Rose Goldene und ein Einsteckfach in Weiß. Wie gesagt, hier auch mit der schönen Struktur. Und wir haben eine weiße elastische Stiftschlaufe. Und das ist dann das Dookie Book. Ein sehr schöner Planer, wie ich finde. Und ich muss auch sagen, ja, Philo und Co. bekommt Konkurrenz von Dookie Book, würde ich mal behaupten. Ich finde, Dookie hat mittlerweile sehr, sehr, sehr schöne Planer auf den Markt gebracht. Ich meine, damals schon der mintfarbene mit den goldenen Rauten war ja doch schon ziemlich beliebt auch. Eine tolle Alternative zu der Kiki. Und ja, mittlerweile ist es aber so, ihr könnt gerne mal auf der Seite schauen bei Love Dookie. Quatsch, ich sage immer Love Dookie, weil es hier gerade drauf steht. Bei Dookie Book. Die haben unglaublich tolle neue Planer. Midnight, das heißt, es ist so ein Dunkelton, so ganz dunkelblau oder eigentlich eher schwarz mit goldenen Rauten oder Punkten. Also wunderschön. Ich sah wie ein Wasserfall, deswegen muss Wasser nachgeschüttet werden. Ja, das ist das Dookie Book. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt mehr nicht verraten. Ich möchte was verändern. Und also planermäßig. Und deswegen dachte ich, ach doch, da würde sich so ein Video doch ganz gut machen.
indem ich euch mal so ein bisschen erzähle, was bei mir jetzt so der Plan ist. Planermäßig passt ja sogar. Ja, der Plan, planermäßig. Und ja, das werde ich demnächst doch einfach mal machen. Und dann werdet ihr mehr erfahren und dann werdet ihr auch erfahren, ob das gute Stück bei mir bleibt oder tatsächlich weiter wandert. Schönes Teil, fühlt sich echt gut an, liegt gut in der Hand. Man hat das Gefühl, das ist niemals personal. Das Doki Book wirkt so ein bisschen klein im Vergleich zu personal. Was ist es nicht? Ich kann gleich mal ein personal daneben halten. Dann schauen wir mal. So, und dann möchte ich euch noch eben zeigen, was alles dabei war. Finde ich auch schön. Das ist ja auch immer nicht so eine Selbstverständlichkeit. Da haben wir von Doki Book dieses bekannte Hardcover. Finde ich sehr schön. Das ist halt schön stabil und hart. Das ist bei Doki Book immer dabei. Dann haben wir hier eine Einsteckhülle. Und wir haben diesen Today-Marker, den ich sehr, sehr schön finde. Also ne, im Vergleich zu Filofax auch oder so. Ja, ich muss sagen, Filofax persönlich gefällt mir immer weniger. Also die haben natürlich auch wunderschöne Planer, aber einfach so, keine Ahnung. Ja. Jetzt ist alles so ein bisschen verspielter. Hier auch mal so ein Today-Marker. Hier ist es einfach ein bisschen schöner, ne? Nicht so, ja, ist ja auch wurscht. Geschmackssache. Und dann haben wir diese Divider dabei. Die kennt ihr sicher auch. Die haben sich viele auch so einfach mal bestellt. Die kann man auch so einzeln kaufen. Bei AliExpress zum Beispiel. Ich zeige euch die eben. Das sind fünf Divider. Und da haben wir das. Und wir machen das mal anders. Dann kann ich das übereinander legen. Wir haben dieses hier. Dann haben wir das. Also alles eben auch Weiß-Gold. Ich finde, das passt auch sehr schön zu dem Planer. Das finde ich oberhübsch mit den Schleifchen. Und zu guter Letzt haben wir denn das. Wie gesagt, das war alles mit bei als Goodie sozusagen oder als, ich sag mal, als Zubehör. Ich finde es sehr schön. Und das war im Grunde auch schon meine kleine Vorstellung vom Doki Book. Achso, ich möchte euch nochmal im Vergleich ein Personal zeigen. Moment. So, zuerst einmal möchte ich euch den Vergleich zeigen, weil der ist auch Rose Gold. Das ist mein Webster's Travelers Notebook in Rose Gold. Und ihr könnt doch deutlich erkennen, dass das schon nicht ganz identisch ist von den Farben. Ich muss mal ein bisschen höher. Und ah, das ist durch dieses Glänzen auch ein bisschen schwierig einzufangen. Wir haben hier dieses Rose Gold. Und ich finde das wunderschön. Ich liebe meinen Travelers. Und ich finde jetzt doch einen Unterschied zu beiden. Das sieht man. Ich kann nur den Unterschied nicht erklären. Also das Doki Book ist auf jeden Fall tatsächlich mehr rosa tonmäßig. Wobei im Travelers auch ein rosa Ton drin ist, aber es ist einfach anders. Ich kann es nicht erklären. Schaut euch das einfach an. Beides ist Rose Gold. Ich empfinde beide auch als Rose Gold. Trotzdem sind sie aber nicht identisch von den Farben. Aber es lässt sich wirklich unglaublich schwer einfangen. Also so kommt es gut. Ja, jetzt kommt es eigentlich ganz gut hin, wenn ich jetzt so gucke. Also das ist, ich finde den einfach auch wunderschön. Das ist ja auch von der Struktur anders. Das Travelers ist auch sehr, sehr glänzend. Da ist das Doki ein bisschen matter gegen, was zwar auch glänzend ist, aber matter im Vergleich zum Travelers. Ja. Aber wie gesagt, die Töne sind doch nochmal anders. Da empfinde ich das Doki Book gerade mehr rosa, wobei hier auch der Ton rosa mit drin ist. Das ist ja eben Rose Gold. Kann man schwer beschreiben. Das wollte ich euch eben nochmal gezeigt haben. Vom Licht wird es jetzt auch richtig blöd. Also wir haben zwar schönes Licht, ist noch hell, aber es ist jetzt zum Filmen. Ich weiß auch nicht. Und im Vergleich möchte ich euch mal die Jamie daneben halten. Und auch da finde ich die Jamie doch ein Stück größer nochmal, obwohl beide personal sind.
Obwohl, nö. Wenn man die jetzt so hinstellt, ist das doch ziemlich identisch. Ja, doch. Gell. Jetzt müssen wir wieder runter. Was ein Video. Ja, doch, die sind auf jeden Fall identisch. Ja. Na, ist ja auch beides Personal. Also hier nochmal ein Vergleich. Die Jamie und das Duki. Genau. Und dann haben wir hier eine Kiki in Personal, aber ich glaube, das dürfte jetzt genauso kein Problem sein von der Größe. Ich dachte wirklich, das Duki ist kleiner. Das wirkt irgendwie so ein bisschen klein. Gut, der ist jetzt auch noch nicht gestopft. Aber ihr seht, das ist wirklich identisch. Pack das mal ein bisschen weiter weg. So. So. Ja. Das ist auf jeden Fall von der Höhe alles richtig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, übrigens liegt er gerade ganz, ganz passend, muss ich sagen. Die Farbe ist jetzt schon doch sehr gut eingefangen. So in etwa sieht das rosefarbene Dookie Book aus. Jetzt verändert sich das schon wieder. Ja, es ist gar nicht so einfach. Aber das ist schon jetzt ziemlich identisch. Aber ja, man darf ihn gar nicht bewegen, dann ändert sich das gleich. Auf jeden Fall ein schöner Planer. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss. Das war mein rosgoldener Planer oder das rosgoldene Doki Book. Und übrigens, der Versand hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Und zwar 2,5 Wochen. Also knapp 3, naja, 2,5 Wochen. Und ja, das ist eben auch immer unterschiedlich, hört man bei anderen auch so. Aber 2,5 Wochen war jetzt okay. Nein, ich musste auch keinen Zoll bezahlen, gar nichts. Es wurde ganz normal mit DHL geliefert. Ich musste weder unterschreiben noch irgendwas nachzahlen. Alles gut. Bezahlt habe ich inklusive Versand 36 und. Da kann man nichts meckern. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Video. Tschüss.